Hallihallo und willkommen, Leute. Ja, hier ist mal eine kleine Info. Es steht jetzt fest, was ich gestern schon im spontanen Feed the Beast Livestream gesagt habe, der übrigens 7 Stunden lief. Ich hole mir heute einen neuen Computer. Ich war vorhin schon im Laden, habe gesagt, hier, ich will den gerne haben. Gut, ja, hat er gesagt, soll ich heute Abend vorbeikommen. Gut, machen wir. Und zwar seht ihr das Ganze hier schon im Foto. Ich habe es leider nicht besser hingekriegt. Das ist der sogenannte Bitcorner Medium Gaming Rechner. Von einem Laden namens Bitcorner, selber zusammengestellt, würde ich jetzt mal so drauf tippen, anhand des Namens. Und zwar ist das ein Redmax Tornado Gehäuse, MIDI Tower. Katze, mach mal keine Randale. Das Mainboard unterstützt auch schon USB 3 und ist bis zum 6 Kerne aufrüstbar. Schade eigentlich, weil ich mir später eigentlich einen 8 Kern Prozessor holen will. CPU ist ein da bin ich jetzt etwas irritiert, warum da Dual Core steht und dann 4x 4,3 GHz. Wahrscheinlich, weil der über Hyperthreading mit 4 Threads arbeitet. Dann ist da eine Grafikkarte drin von Nvidia. Gut, muss man mit leben, bin eigentlich ATI-Fan. Aber was soll's, man kann nicht alles haben. Das ist jetzt eine spontane Aktion gewesen, weil mein Laptop halt am krepieren ist. Und ja, 8 GB RAM. Muss ich mal gucken, ob er mir Kingston oder Corsair einbaut. Wahrscheinlich je nachdem, was er da liegen hat. Auf jeden Fall sind das gute Hersteller, die guten RAM machen. Eine 2 Terabyte Festplatte. Und ja, 750 Watt Netzteil. Ich denke mal, dass das mehr als ausreichend ist. DVD-Brenner ist auch dabei. Was nicht mit dabei ist, ist das Betriebssystem Windows 7, weil ich das ja noch hier habe. Und da muss ich sagen, brauche ich das nicht. Das ist ein paar Euro günstiger ohne Betriebssystem. Und ja, das wird mein neuer Rechner. Der hat um etliches mehr Leistung als mein jetziger Laptop. Und ich hoffe mal, dass ich da dann auch zumindest fürs nächste halbe Jahr gut mit den Videos arbeiten kann. Und wenn ich mir dann eine vernünftige Bombenkiste hole, kann ich den Rechner vielleicht noch für ein paar Euro weiterverkaufen, dass ich da noch was mit rauskriege. Da müssen wir alles mal gucken, was sich so ergibt. Auf jeden Fall steht dieser Rechner ab heute Abend, ich denke mal so 6:30 oder so, bei mir zu Hause. Und dann werde ich das Windows installieren, werde zusehen, dass ich die wichtigsten Programme installiert kriege. Und dann mal gucken, ob ich ein bisschen gamble heute Abend oder ob ich sogar schon anfange, die ersten Let's Plays mit dem Video, mit dem Rechner zu machen. Ja, gut Leute, das sollte jetzt nur eine kleine Info werden. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder hoffentlich. Bis dahin und tschüss.